herzlich willkommen zu Die Siedler 4, zu einer verdammt großen Schlacht, die wir geschlagen haben, gegen das dunkle Volk. Und ja, mir ist 7 Dice natürlich eingefallen, ja verdammt. Wir haben bestimmt, oh ja, wir haben bestimmt ein paar Gärtner verloren. Die sind nämlich ein bisschen dezimiert worden, da ist nicht mehr so viel von über. So, wir haben jetzt genug Planierer, hoffe ich. Das heißt, wir können wieder ein paar mehr Gärtner hier einstellen. Und ja, ich werde jetzt, sobald hier unser Nachschub angekommen ist, ein wenig nachrücken und den Römern da unten den Rücken frei halten, damit die ganz entspannt noch ein bisschen leben können, aufatmen können. Oh nee, Leute, kämpft doch nicht gegen die. Tut das nicht. Ja, das mache ich lieber. Warte mal, der hier ist der Verletzte, der sollte nicht mit drin. Tut es nicht, kämpft nicht. Ach, na gut, die rennen jetzt in ihren sicheren Tod, dann sollen sie das machen. Die Trollos. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlau, ne, das zu machen so, aber naja, gut, sollen sie machen, was sie wollen. So, hier wird noch ein weiterer Turm gebaut, hier werden die Lager gebaut, das heißt, hier können wir jetzt wunderbar ein Holzlager, zwei Holzlager, ein Steinlager und noch ein Steinlager hinsetzen. Ja, toll, der Turm, der ist jetzt weg. Das könnt ihr vergessen. Warte mal. Ihr zieht euch erstmal hierhin zurück. Sammeln bitte. Oh, die wollen aber noch weiter sich ausbreiten, die Römer, ne? Die sagen sich, ja, nein, wir gönnen uns hier richtig. Und ich gönne mir auch richtig. Ich werde nämlich jetzt mal ein bisschen Randale machen. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen Randale machen und das dunkle Volk hier ein bisschen wegfrühstücken. Ah, schade, der ist leider gestorben. Aber wir werden noch ein paar von denen hier locker wegkriegen. So, der überlebt vielleicht auch noch, wenn er Glück hat. Oh ja, die überleben das ja sehr gut hier, ne? Aha. Geht so. Gut. Schwertkämpfer sind eigentlich auch hier ein bisschen unnötig. Ich glaube, ich werde auch mal hier vorne ein Lazarett bauen oder zwei, damit wir einfach die ganzen Verletzten direkt hier vorne heilen können. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen pfiffiger. Es geht ein bisschen schneller. Ach, hier fehlen sogar noch 2 Steine. Ach Gottchen, ja, das ist natürlich doof. Haben wir so wenig Stein? Na gut, das muss halt alles erstmal getragen werden, ne? Das dauert eine Weile, bis das dann ankommt. Was sagt die Statistik denn? Boah, Alter, das ist ja aber mal richtig runtergegangen. Guckt euch das an. Haben wir einfach, jetzt haben wir über 800 Kills. Und, ja, knapp 300 Truppen verloren. Aber hier, das ist echt wenig. Das sind vielleicht 100, 150 Truppen, die wir verloren haben. Also 150, ne? So etwa die Hälfte von dem, was wir vorher hatten. Oder das Doppelte nochmal von dem, was wir vorher hatten. Und das dunkle Volk, das hat aber auch richtig einstecken müssen. Das war ja schon ordentlich. Das ist doch sehr gut. So, dann werdet ihr jetzt mal euch hier ein bisschen sammeln. Und hier drüben stehen auch noch 2. Die können jetzt hier unten sich dann drum kümmern. Da ein bisschen aufräumen. Wo haben wir jetzt hier noch mehr Gärtner? Oh, ganz schön viele. Ganz schön viele Gärtner. So, und die Gärtner kümmern sich jetzt darum, dass wir hier ein bisschen weitergehen. Na, da kommen jetzt endlich die Steine. Das ist doch auch schön, dass die hier mal ankommen. Den Turm, den können wir einreißen. Da können wir hier uns noch ein bisschen weiter auf den Weg machen. Und ich hoffe, dass die den Turm hier dann... Ach, das wird ja vor... wird im nächsten Jahrhundert eh nicht fertig, der Turm. So, da kommen schon wieder die Nächsten hier. Gibt's ja nicht. Kommen schon wieder ein paar Schamanen an. Die wollen schon wieder Ärger und Randale machen. Aber so nicht. Hä, vor allem... Nur so ein paar Schamanen und sonst nix. Achso, die Verletzten dürfen sich gerne hier sammeln. Danke. Da kommt noch einer. Oh ja, stimmt. Ich muss ja hier im Norden eigentlich meine Truppen halten. Stimmt, da war ja was. Ich muss ja ein paar Truppen im Norden stehen haben, damit die dann nämlich... damit die dann nämlich, sobald es geht, eingreifen können. Wenn da irgendwelche Truppen kommen, die uns wieder hier überfallen wollen. So, ihr geht hier hin.
Und ihr geht auch hier drüben hin. Oh, kommt schon wieder der nächste große Strom an Leuten. Ja, die wollen auch nochmal hier auf die Nase haben. Unsere Kampfkraft ist natürlich mittlerweile schon richtig ordentlich. 125%, also schon mal sehr gut. Damit kann man arbeiten. Okay, dann geht ihr mal zurück, sobald ihr diesen Schamanen da erwischt habt. Ja, Turm ist jetzt auch besetzt. Dann würde ich auch sagen, wir setzen hier mal zwei Lazarette hin. Ich weiß, ich habe gesehen, dass da Leute kommen. Das werden wir natürlich auch direkt erledigen. Ach, das haben sie sogar schon alle erledigt. Ja, Gott, das ist ja nicht viel, was hier ankommt, ne? Also ein paar einsame Schwertkämpfer. Ein paar einsame dunkle Krieger. Die werden uns nicht den Garaus ausmachen. So, die Gärtner sind auf jeden Fall gut dabei. Die machen das hier und wir werden uns jetzt Stückchen für Stückchen voranarbeiten, um das dunkle Volk wirklich zurückzudrängen. Und ja, vor allem die Farmen, die Pilzfarmen dann eine nach der anderen zu zerstören. Das ist auch das Schöne, wenn hier einfach die ganzen Rohstoffe schon da sind, dass wir einfach alles direkt da bauen können, lagern können, wie auch immer. So, und ein Wohnhaus könnte man natürlich trotzdem noch bauen. Oder ein zweites oder ein drittes. So ein paar Wohnhäuser könnte man hier noch hinsetzen. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, früher oder später brauchen wir das ja. So, da kommen wieder ein paar Typen. Die kommen aber auch nicht weit. Die sind auch gleich weg. Das ist ganz schön, wenn die alle so einzeln ankommen, dann ist das ja echt keine große Bedrohung. Ja, und die Pilzfarmen, die werden dann nach und nach erledigt. Die werden dann alle weggefrühstückt von unseren Soldaten. Ja, da oben haben wir jetzt ein paar Leute, die sich drum kümmern. Hier geht schon mal hier hin. Und die das alles absichern. Ja, und je näher wir herankommen, desto besser ist es natürlich. Hier sind jetzt schon einige Steine eingelagert. Wir haben natürlich ein bisschen Siedlermangel. Wir haben ein bisschen Problem, was unsere Siedler angeht. Da sollten wir ein bisschen was tun. Ich sollte definitiv mehr Wohnhäuser ballern. Es ist ein bisschen wenig, was ich hier bislang aufstelle. Wir haben nur 230. Das klingt zwar viel, aber das ist verdammt wenig für die Spielzeit, die wir bereits haben. Und gerade auch für die Wirtschaft, die wir hier haben, ist das echt nicht viel. So, da kommen nochmal ein paar Schwertkämpfer, ein paar Nahkämpfer vom dunklen Volk. Die sollten wir nochmal schnell wegfrühstücken. Oh, und da sind sogar noch ein paar andere Leutchen, Fernkämpfer. Stehen da auch rum. Oh, da ist ja sogar noch ein bisschen größere Truppe sogar insgesamt. Ein paar mehr Leute. So, zieh du dich mal zurück. Ja, hier hinlaufen bitte. Ach so, warte mal. Ach, ist das jetzt schon fertig? Das ist natürlich doof. So, wie sieht's aus? Ah, läuft wunderbar. Läuft doch wie am Schnürchen. Ja, und die sind alle... Die werden alle ganz entspannt einer nach dem anderen weggehauen. Und... Oh, da ist sogar schon das... Oh, da ist sogar schon das Zentrum von denen. Da sollte ich mich, da sollte ich aufpassen. Sollte ich nicht zu nah ranlaufen. Ich meine, hier so ein paar Truppen, ja, okay. Aber die hier oben sollten sich ein wenig hüten. Die müssen ein bisschen aufpassen, dass die nicht da plötzlich in den Tod reinrennen. Okay. Ist aber in Ordnung. Das ist okay. Wir müssen halt uns dann so drumrum arbeiten. Ne? So nach und nach. Ja, komm, lass die stehen. Das ist okay. Das tut uns nicht weh. Das tut uns allen nicht weh, wenn die da hinten rumstehen. Wir werden einfach von hier so ein bisschen aufräumen. So, du gehst natürlich hier zum Heilen. Ja, hier, dass ihr alle schön geheilt werden könnt. Und dann würde das schon so nach und nach gehen. So, genau, hier, Priester, du bleibst einfach hier hinten. Priester könnte ich früher oder später nochmal brauchen. Man weiß ja nie, wozu das Mana dann noch ausgegeben werden kann. Ja, und alles, was hier rauskommt, wird jetzt im Prinzip direkt weggefrühstückt. Aber, wie gesagt, lauft da bitte nicht rein. Die haben relativ viele Pilzfarmen.
Ich weiß nicht, wo die überall verteilt sind. Hier sind auf jeden Fall einige. Okay, ihr könnt schon mal draufhauen. Und lasst die Typen einfach noch ein bisschen rennen. Und dann schmeißen wir einfach unsere Pfeile nach denen. Viele hat er nicht mehr, 120 Truppen. Das ist relativ entspannt. Das ist nun wirklich relativ gemütlich. So, das heißt, wir können hier ein Stückchen weiter vorrücken, weil hier vorne ja nichts mehr kommt erstmal. Okay, zieht er hier auch noch mit drauf. Ihr geht hier hin. So. Ja, mal sehen, inwieweit wir da kämpfen können und wann unsere Truppen aufgerieben werden durch diese Flammen, die da emporschießen. Na, da ist auf jeden Fall einer gerade draufgegangen. Aber ich glaube nicht durch so eine Flamme, sondern wirklich, weil er abgeschossen wurde. Ja. Okay, nicht zu nah dran, ne? Passt bloß auf. Jetzt können wir die hier gleich noch weghauen und dann ist gut. Dann ist gut hier. Ihr zieht euch schon mal zurück, bitte. Einfach aufpassen. Jo. Also alles, was da rauskommt, wird weggefrühstückt. Und den Manakopter haben sie sowieso nicht mehr, glaube ich, ne? Ich habe gedacht, da würde irgendwann vielleicht noch der Manakopter angeflogen kommen, nochmal, noch ein neuer, aber nö. Der ist einmal erledigt gewesen und damit hat sich das dann anscheinend auch echt komplett erledigt. So, sehr gut, zieht euch zurück. Es laufen verdammt viele Leute hier rum. Also, die haben einige Pilzfarmen. Die haben echt einige Pilzfarmen. So, joa, schön. Was die Römer da veranstalten. Ich werde da trotzdem mein Türmchen stehen lassen. Ich weiß nicht, wann die Römer da so richtig rauskommen wollen. Hier haben wir erstmal ein paar neue Gärtner. Die schicke ich hier oben hin. Wie sieht es denn aus mit... Ja, wir haben anscheinend zu wenig Gärtner eingestellt, ne? Doch, 19 Stück, aber ich habe keine Träger. Das ist natürlich ein Problem. Wenn wir keine Träger haben... Ja, dann wird es halt auch schwierig, ne? Da noch ein paar neue Gärten auszubilden. Ohne Träger wird das halt alles nichts. Okay, da kommt mal ein Schamane angeflogen. An sich haben wir jetzt mehr oder weniger das Gröbste wieder geschafft. Da oben sind noch ein paar... Okay, ein paar ist gut. Eine ganze Menge. Das sind nochmal eine ganze Menge Truppen, die wir nochmal weghauen können. Sind noch, bestimmt noch mal 50 oder so, wa? Mal sehen, ob ich da mit meinen Leuten durchkomme. Ich meine, Schwertkämpfer, die sind jetzt tot. Die werden das nicht überleben. Aber ich denke mal, der Rest wird es schon hinkriegen. Der Rest sollte das schaffen. Die Bogenschützen hier, die können sich jetzt in einer Linie aufstellen und haben auch eine ziemlich hohe Kampfkraft. Nach wie vor 125%. Ist ja nichts mehr fertig geworden. Ja, anscheinend. Ja, und dann, frühstücken die ganz gut weg hier. Gut, ansonsten heißt es natürlich ein bisschen warten. Das heißt jetzt einfach warten, bis unsere Gärtner ankommen und alles erledigen. Und wir sehen, ne? Wir haben von den Bogenschützen einen erst verloren tatsächlich. So, jetzt kommen noch hier die Nahkämpfer. Die werden noch mal ein bisschen draufballern. Die könnten noch mal ein bisschen unangenehm werden. Aber nein, tatsächlich nicht. Und auch die Säureschmeißer da hinten werden erbarmungslos weggehauen. So, hier, Drufta. Die letzten auch noch weg. Aber die produzieren auch viele Truppen. Also die Pilzfarmen haben schon ordentlich Wumms dahinter. Aber es ist irgendwie trotzdem im Endeffekt, ne? Es geht so seinen Gang. recht entspannt. Es ist alles ganz gemütlich. Und ja, passt. Die Wohnhäuser hier, wir können noch ein weiteres Wohnhaus abreißen, denn wir haben genügend Rohstoffe. Also, sowieso, aber wir haben genügend Wohnhausplätze, meine ich, um das alles zu erledigen. So, und hier ein paar von den Gärtnern sind auch tatsächlich schon dabei, ein paar von den Pilzen zu zerkloppen. Und ihr habt das wunderbar erledigt. Den Trupp da oben weggehauen, das waren bestimmt nochmal 50 Leute. Und jetzt ist halt auch echt nicht mehr viel da vom dunklen Volk. Das wird jetzt halt, ja. Ich meine, an sich könnte ich das ganz entspannt mit Mana regeln. Ist die Frage, habe ich überhaupt eine Mana-Produktion? Ich habe gar keine Mana-Produktion. Ne? Nö, ich habe gar keinen Mana.
Also ich könnte es halt probieren, mit einem Priester halt drumherum zu laufen. Das funktioniert manchmal. Ist halt nicht die sicherste Variante. Man verliert da doch ab und zu gerne mal einen Priester bei. Einfach weil es, ja, weil man halt doch ab und zu in so eine Flamme reinrennt oder weil halt einfach so eine Flamme getriggert wird. Toll, jetzt fehlt hier jeweils ein Holz. Die Römer sind echt schön sehr lahm. Ist ja ein bisschen langweilig, was die hier aufziehen. Ja, aber ansonsten, ne, unser Land wächst und gedeiht. Wir haben hier noch ein paar neue Gärtner, die sich hier drum kümmern können. Wir haben hier oben garantiert auch wieder ein paar frische Gärtner oder so oder auch nicht. So, wir können hier nochmal ein paar neue Einheiten dazu schicken. Und dann lassen wir einfach alles geschehen. Ja, ja, ich meine, viel ist halt echt nicht mehr da. Ich meine, noch 34 ist vielleicht irgendwo auch nochmal so ein Trupp mit, ein paar Gärtnern, die irgendwo anders an einem anderen Zipfel irgendwo stehen. Das kann ich mir auch gut noch vorstellen, dass die noch irgendwo nochmal so einen Punkt haben, wo sie sich sammeln, wo sie da mal irgendwann was erkundet haben, aber dann... Ja, dann war es das halt so ungefähr. Ja, das ist die Frage, ne? Ich meine, ansonsten ist halt echt nicht mehr viel da. Wir können jetzt halt ganz entspannt die Pilzfarm zerkloppen. Wir können jetzt richtig schön... Ich meine, ich könnte theoretisch auch einfach nochmal eine weitere Werkzeugschmiede bauen. Warum nicht? Tut ja auch nicht weh. Ich meine, die Ressourcen dafür haben wir. Und dementsprechend sollte ich das einfach mal machen. Ich könnte auch noch einen weiteren Bäcker bauen. Ich habe ja erst 4, 5 wären angebracht bei der Menge, die wir hier haben. Oh, und die haben hier... Oh. Ich habe ja vergessen, ich hatte ja auch noch ein paar Leute, die sich hier drum gekümmert haben. Ja, meine Pioniere. Die haben sehr gute Pionierarbeit geleistet. Ja, und hier geht es jetzt halt so zu... wir können nochmal hier, was war das, F9, nochmal eine Minute vorspulen und nochmal eine Minute, nochmal ein F9 da drücken hier. Und, ja. Ja, an sich heißt es jetzt echt nur noch abwarten, ne? Abwarten und Tee trinken. Mal schauen. So, hier sind auch nochmal ein paar weitere Gärtner angekommen. Hier wird auch niemand umgebracht von meinen Gärtnern. Die sind alle ganz entspannt dabei. Oh, hier wurde gerade nochmal gekämpft. Sehe ich das richtig? Weiß ich nicht. So, ihr geht nochmal ein Stückchen hier vor. Und ja, mein Gott, viel wird hier echt nicht gekämpft, ne? Ja, jetzt kommen halt so ein paar Soldaten immer mal wieder da raus. Wir können mal mit denen hier weiter runtergehen. Und ja, die warten natürlich hier. Die müssen natürlich aufpassen, dass wir hier dieses gesamte Gebiet schön sorgfältig von den Farmen befreien. Und die scheinen alle relativ zentral hier postiert zu sein. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich relativ flugs, relativ schnell wirklich wegpflücken können. Da werden unsere Gärtner wahrscheinlich echt relativ, ja, relativ einfach, leichtes Spiel haben. Ich glaube nicht, dass da sonderlich viele Probleme auf uns zukommen werden. So, ihr geht hier runter, bitte. Macht erstmal da. Was machen die Römer? Die sind immer noch nicht weiter. Ich weiß nicht, was die Träger von denen schon wieder jetzt schleppen. Die Fische hin und her. Naja. Was soll's? Sollen sie mal machen? Wir werden jetzt erstmal die Folge beenden. Beim nächsten Mal werden unsere Gärtner sich noch hier um... die anderen schönen Sachen kümmern, hier dann die ersten Pilzfarmen niederreißen. Hier sind auch schon ein paar von den Sklaven, die nichts mehr zu tun haben, weil alle Pilze platt geklopft sind. Und dementsprechend sieht es doch sehr, sehr gut aus. So, irgendwo wurde hier gekloppt. Ah, hier wurde sich gekloppt, ja, genau. Sehr schön. Dem nochmal einen erledigt. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir setzen nochmal einen neuen Turm. Und dann beende ich die Folge. Vielen Dank. Bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao.